So, dann gucken wir doch mal, ob wir den unsympathischen Typ doch dazu kriegen, dass er wieder aufs Schiff kommt. Aber jetzt erstmal wieder zurück zur Schmiedearbeit. So, dann zeigt mir doch mal, wie man richtig schmiedet, wenn ihr so viel Ahnung davon habt. Wäre mir ein Vergnügen, aber dazu bräuchte ich einen Schmiedehammer. Nein, lieber nicht. Nichts da. Such dir gefälligst deinen eigenen. Der Meinung bin ich auch, nämlich auch. So wie der aussieht, sollte man dem kein gutes Werkzeug in die Hand geben. Da seht ihr's. Er lässt mich nicht. Ich würde dich auch nicht lassen. Aber gut, ich meinte doch auf Dilbraks Schiff, er hat mich gebeten, nach seinen Leuten zu suchen. Ihr seid doch einer von ihnen. War einer von ihnen. Hat dieser Halunke nun doch gemerkt, dass sich sein Kahn nicht von allein in Schuss hält? Aber für den mache ich keinen Finger mehr krumm. Das wäre aber schlecht für uns, weil wir dann hier festsitzen würden. Könnten wir dich nicht irgendwie überreden? Also versuchen wir es erstmal Überredung. Wollt ihr euch nicht nochmal überlegen? Kapitän Triebwerk hält wirklich große Stücke auf euch. So leicht lasse ich mich nicht einwickeln. Ich will Dukaten sehen. Und zwar nicht zu so knapp. Gieriges Pack. Na gut, der Captain hat uns immerhin 10 Dukaten gegeben. Also, die Bar hat mir Gold mitgegeben als Zeichen des guten Willens. Einen Teil davon kann ich euch geben. Ich will 4 Dukaten, nicht weniger. Sonst kann sich der Halunke wen anders suchen. Und ihr beklagt euch über Debug? Langsam frage ich mich, wer hier der Kaunen ist. Ach, was soll's, auf zum Schiff. Captain Debug wartet bereits. Bin schon auf dem Weg. Zeit wird. Endlich kann ich wieder in Ruhe arbeiten. Naja, ein Danke hätte es auch getan, Schmied. Naja, was man so arbeiten nennt. Und immer auch pöbelt er den Schmied an. Mach bloß, dass du wegkommst, Salm, sonst vergess ich mich am Ende doch noch. Ganz ruhig, Kumpel. Wir brauchen den Typ noch auf unserem Schiff. Aber jetzt haben wir wenigstens mal den ersten. Ich habe ganz vergessen, ich wollte ja hier unten. Uns fehlen noch ein paar Punkte. Uns fehlen noch ein paar Punkte bis zum Levelaufstieg, aber das kann ich dann mal wenigstens die gezielten Schuss hier unten reintun. Den werde ich nämlich nachher noch brauchen. So. Bevor wir jetzt die beiden holen, will ich endlich mal am Nordtor diesen Schatz bergen. Die paar Minuten Zeit dürften wir ja haben. Wenn uns nicht gerade diese Feuerfliegen hier auf die Nerven gehen. Fire sollte nicht mit den Feuerpfeilen weiterschießen. Die könnten nämlich nachher noch nützlich sein. Sanyasa! Aber das hat gesessen. Dafür hat mein gezielter Schuss auch gesessen. Ja. Und tot. Puh, diese Feuerfliegen werden immer lästiger. Ja, schön einen Bolzen ins Nix versemmeln. Der Schatz ist verdächtig nah an der Stadtmauer. Und zwei Städter. Was machen die denn hier? Um dein Autosave. Das gefällt mir gar nicht. Wieder ein paar Einfallspinsel erwischt. Her mit den Dukaten, wenn euch euer Leben lieb ist. Zwei Schläger, die uns Übles wollen. Na, mit denen werden wir schon fertig. War ihr? Der erste kriegt gleich mal die volle Ladung ab. Und ist auch schon tot. Der zweite kann von mir einen gezielten Schuss abhaben. Ja? Von ihr auch einen. Ach, geben wir ihm gleich noch einen.
Obwohl, Minikto ist hinterher, da verschwenden wir wenigstens die Pfeile nicht. Die Städter da stehen einfach nur so rum. Ne? Die hatten auch nicht besonders viel dabei. Ah, wenigstens etwas, um das auszugleichen, dass wir hier gerade in eine Falle getappt sind. Sanfte Hand. Achso, das mit dem Dachs, die Kartenhändlerin. Haben wir abgeschlossen. Den einen haben wir schon mal überzeugt. Jetzt kümmern wir uns um den Siebenzahn. Und da sind schon wieder drei Feuerfliegen. Ei. Also jetzt werden sie langsam nervig. War ihr? Auch wenn sie schnell sterben. Aber kaum zu treffen. Vor allem nicht so nah. So. Und wieder schön Pfeile in die Pampa verschießen. Jetzt wollen wir aber zu diesem... ja. Feinste Schmuckwerk aus ja. Nächtliche Tumulte am Hafen. Was war wirklich los? Die da oben pöbeln mal wieder, während wir den Weg nach unten suchen. Der müsste ja... Nein, hier war er, glaube ich, nicht. Da müsste es irgendwo einen Weg runter geben. Oder auch nicht. Hier hinten wird er nämlich kaum stehen. Jetzt hier einen Weg wieder runter zu finden, das dauert, kostet Zeit. Nein, da geht's nur raus, da geht's nirgends lang. Jetzt muss ich mal gerade auf die Karte gucken. Was näher ran? Weil hier leider nichts eingezeichnet. Tatsächlich, es ist eine wahre Plage. Wo man geht und steht, schwirren Feuerfliegen durch die Stadt. Ja, um das Problem werden wir uns nachher noch kümmern. Vorausgesetzt, wir finden erst einmal hier den Eingang nach unten. Da geht's nach draußen. Ach, da müsste es in die Kanalisation runtergehen. Ja, Tatsache, da geht's runter und da müssen wir erst einmal außen rum. Dass das wieder Zeit kostet. Tja, das ist halt Nadoret, hier kann man sich leicht verlaufen. Wieder an den Waschweibern vorbei. Und da ist auch schon Silberzahn Jalik. Mal gucken, ob wir ihn überreden können. So spannend wie heute war es schon lange nicht mehr. Freut mich für dich. Na, wenn ihr meint. Ach, kommt schon. Was kann es Besseres geben als ein schönes Kämpfchen? Ihr müsst wissen, ich habe früher selbst mal gekämpft. Daher habe ich auch meinen Spitznamen. Lass mich raten, Silberzahn? Trotzblitz, ihr kennt meinen Namen? Ihr habt wohl früher doch mal das ein oder andere Kämpfchen angeschaut. Nicht ganz, Kapitän. Ja.
Wir könnten uns jetzt bei ihm einschleimen, aber ich bin mal lieber ehrlich. Ach, verschont mich doch mit diesem schönen Färber. Ewig hat er mich hingehalten und was nun? Einen vollen Lohn ist er mir schuldig geblieben. Ja. Oder du bist einfach nur zu gierig, aber das stellen wir mal nicht dahin. Wenn meine Glückssträhne weiter anhält, brauche ich nie wieder auf seinem ollen Kahn malochen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, auf wen ich als nächstes wetten soll. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Auf wen soll ich setzen? Den Keiler oder Steinbirne? Scheinen beide recht gut zu sein. Ich versuch's mal mit überreden. Da ist wohl was dran. Um ehrlich zu sein, ist mir Dilbrax Oller Kahn schon auch ans Herz gewachsen. Aber ich will endlich wieder Geld sehen zum neuen Auge nochmal. Okay, diesmal hatten wir Erfolg mit überreden. Da kann ich euch beruhigen. Ein reicher Händler hat das Schiff bis auf Weiteres in seine Dienste gestellt. Am Kreuz soll es dieses Mal nicht liegen. Oh, das ist ehrlich gemeint, Arthur. Und Arthur scheint ja auch recht reich zu sein. Und was ist mit dem Lohn? Will er damit nun doch rüberwachsen? Falsch, und so ist es. Dieper gewährt sogar jedem seiner Leute eine Auszahlung, wenn sie wieder bei ihm anheuern. Na schön, 4 Dukaten und ich nehme meinen Dienst wieder auf. Der will auch 4 Dukaten. Gut, hier auf eure 4 Dukaten. Der Captain wartet schon. Ich mach mich gleich auf den Weg. Jetzt haben wir gerade mal nur noch 2 Dukaten von den 10, die uns der Captain gegeben hat. Hoffentlich müssen wir dann nicht aus unserer eigenen Tasche noch bezahlen. Das wäre dann nicht so gut, wenn der Letzte auch noch 4 Dukaten will. Obwohl, wir haben das Geld hier, aber wir brauchen auch selber Geld. Ist im Augenblick nicht so dringend. Mal blöd gefragt, wie sieht's mit meiner Behinderung aus? Ja, die ist bei 1. Also ich könnte ruhig irgendwann anfangen, Lederzeug anzuziehen. Wenigstens Lederschultern. So, jetzt mal gucken, wo ich hier rauskomme. Sag bloß, ich komme. Ich wusste doch, hier an dem vorbei, da hinten ist ein Eingang. Und ich laufe wie blöd in der Gegend rum. Eigentlich sollte ich jetzt gleich nochmal zur Kaserne runter. Und mir wenigstens Schulterteile und ganz dringend mal Handschuhe kaufen. Ihr habt euch recht. Da zeigt mir. Das größte Angebot in und um Nadoret, Rüstzeug von Proximus. Ob feste Eisenpanzer oder die zweite Haut aus Leder, alles höchste Güte. Dafür bürge ich mit meinem Namen, Proximus. Naja, nehmen wir mal die Soldatenhandschuhe. Für 2. Karten. Ein wattierter Lederwams. Nein, der macht 2 Behinderungen. So viel können wir uns nicht leisten. Der wattierte Waffenrock, der macht nur 1 Behinderung. Nee. Wattierte Armlinge, nein. Lederner Schulterschutz. Ja, den nehmen. Obwohl, was macht der? Das sind Bronze-Armschienen. Nehmen wir den lederne Armschienen. Ausrüstungsplatz. Dann nehmen wir die ledernen Armschienen noch. Den ledernen Schulterschutz lassen wir jetzt mal Handel abschließen. So, und legen das Ganze auch gleich mal an. So. Was? So viel dazu. Die Armschienen haben wir umsonst gekauft. Die können wir gleich wieder verkaufen. Proximus, ich kann es nicht mehr hören. Obwohl, die behalten wir erstmal. Vielleicht kann sie nachher ein anderes Gruppenmitglied tragen. So. Was kann ich dafür, dass du so einen... Dann reisen wir schnell zum Marktplatz. Obwohl, machen wir. Reisen wir zum Marktplatz. Bei
machen hier jetzt einen Cut, speichern erstmal LP008 und dann sehen wir uns gleich wieder.